Moin moin und willkommen zurück zu 7 Days to Die im Duo mit dem Gewirr. Immer noch am Power Questen. Ja, ne, jetzt gehen wir erstmal die Quest, aber dann sehen wir weiter. Wir haben gerade einen Geier am Nacken, sehr unangenehm. So weiter und so fort, geht weiter halt, ne? So, weiter. Oh shit, ein Drop, da war keine Zeit für. So, Achtfachvisier, können wir neue brauen, Steroide, können wir verdecken. Alter, wieder da. Juhu. Hab den Geier gesehen, ich konnte leider nicht machen. Ja, aber ich hab ihn ja souverän gemeistert. So, ich nehme mir mal ein paar Sachen raus aus dem Bike, was wir verkaufen werden. Wir werden auch wir nehmen geschmiedeten Stahl, oder? Beton. Sollen wir, wollen wir nehmen? 250 Beton oder 25 Stahl? Nimm mal 25 Stahl tatsächlich. Mhm. You're just in time to check out our specials. Hier nehme ich dann High Power 9mm Munition, 50. Technik Freak Band 1, Robotik Schaden. Ich nehme das mal, das Ding hier. Gegner mit voller... Beschwerter Kopfform, ne, Kopfband brauchst du nicht. Technik-Friedband 1 ist besser für dich, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich nehme mal schon mal die nächste Quest trotzdem an, ne? Ja. Nimm einfach mal nur abholen. So. Jetzt werde ich noch verkaufen. Plunder. Ah, komm, Plunder. Nope, ja, stimmt. Don't need any more of those for now. Plunder, 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 Plunder. Oh, ein Schmelztiegel, wie viel Geld haben wir bei? 13.500 Schmelztiegel, bis Tag 31 hat er den. Kriegen wir wohl nicht zusammen, wa? Ich verkaufe ja. Okay, mach mal. Was kann ich denn verkaufen? Ich hab ja nichts dabei, was ich, oder? Also ich hab noch 20k, ja doch 2k in der Hosentasche. Ich hab 1100. Also das reicht auf jeden Fall nicht so viel Deutsch. Da haben wir nicht noch ein bisschen was daheim? Ich glaube, wir haben ein bisschen. Ich glaube nicht so viel. Nee, ich glaube auch nicht. Alles klar, lass uns weiter. Ist ja was zu verkaufen dabei. Recog, nee. Ich hatte davor diese Spritze, wo habe ich die denn? Habe ich verkauft schon. Ah, so schon, okay, verstehe. Okay, dann Airdrop. Wollen wir den noch? Ich ja, fahr noch kurz, ich fahre noch kurz zum Airdrop. Ja, es ist 13 Uhr, der ist doch hier irgendwie. Heizkörper haben wir noch. Baumwolle. Gut, dann kann ich ja noch ein bisschen, ja. Du kannst noch was anderes machen, weil Airdrop. Oh, geil. Dann, glaube ich, bohre ich mir noch ein bisschen in der Nase. Der nee. Geier will's echt wissen. Hier ist nämlich noch ein Auto. Den kann ich hier noch ein paar Kisten auseinanderschrauben. Also Kisten, Autos, ne? Schon verstanden. Da haben wir Kneipenschläger. Zwei Geier! Ich hab da alles raus. Weiß ich, wie es dir neulich ging? Na, sind die dir, hängen die dir am Arsch oder was? Ja, ja. Wenn ich absteige, habe ich gleich zwei Geier an der Backe. Toll. Die hören auch nicht auf. Naja. Kann dir leider keine Deckung geben oder irgendwas, weil du. Nö, das ist ja in Ordnung. Weil du weit, weit weg bist. Mehr Autos haben wir hier nicht. Hier in der Wüste ist auch nichts los. Komm, Geier. Aber ich mag den Keks. Was ist denn die nächste Legende hier? Du bist irgendwo da oben. Ah, ist egal. Ich muss. Oh, ich brauche das hier. Wenn ich die Autos hier schon mal stehen sehe. Guck mal bei mir in den Stream. Der ist wieder auf der Baumspitze gelandet. Wie bei mir im privaten Spiel. Echt jetzt? Lol. Ja, guck mal. Da oben ist er. Ja. Glück muss man haben. Wisst ihr, hat nicht jeder. Die Sache ist, wenn du den Baum jetzt wegmachst, kommt der runter. Ich habe Baublöcke dabei. Es ist mir sicherlich, dass ich mich da hoch hochhangele. Spongy, moin moin. Schön, dass man wieder am Start ist. Freut mich. Also, habe ich Baublöcke dabei? Ah, der Geier nervt mich ganz hart.
manchmal muss man auch Kofferraumklappe hauen, um schneller abzubauen. Noch ein Auto. Also ich finde, Dude, wenn du ein bisschen länger brauchst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe jetzt hier die komplette Straße, die Autos auseinander geschraubt. Und wir kriegen dadurch so viel Stuff, was auch so einen gewissen Wert hat. Aber ich denke... Die Arbeit nö sagt, ist scheiße. Aber das mache ich erstmal zu Hause auf. Alles klar. Ich wäre dann auch mit meiner Autoschraubaktion auch durch. Mhm. Und würde mich dann auch schon mal Richtung nach Hause hinbegeben. Ich würde auf, beim Trader Bob auf dich warten, selbstverständlich, dass du nicht alleine fährst. Ja, ja. Hier ist noch Müll. Wer hat denn hier den Müll liegen lassen? Ich muss gerade noch ein Kleintier jagen, wenn wir gerade hier sind, weil Fleisch haben wir auch nicht mehr so viel. Oh, und ich habe einen Kojoten erschossen und liegen lassen. Wow. Das war wieder ein so denkst du an unsere Ernährung. Eben. Gleich bei 5% übrigens. Ich glaube, wir haben natürliche zu Hause zu liegen. Ja, hoffentlich. Anti-Blay. So. Ich fahre jetzt zum Trader zurück. Ja. Ich lege in der Zeit hier eine Eisenmine an. Goldklumpen. Ding, 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 ding. Ach, ich werde doch die Schatzkarte hier lesen. Wir müssen eher öfter hier zum Trader. Jennifer. La, la, la. Bisschen Eisen. Ach, da liegt mein Mob in. Hier ist noch eine Kiste. Ich hab zweimal Kartoffelsaat. Den hab ich vorhin, glaube ich, weggeschmissen. Oder Not. So, ich sehe dich da. Weiß ich gar nicht. Ich habe irgendwas weggeschmissen. Frag mich nicht. Aber TÜVs sind doch wichtig. Kartoffeln. Ist das nicht TÜVten? Ja, klar. TÜVT. TÜVTEN. TÜVTEN, Kartoffeln, Erdäpfel. Ich habe gerade TÜVs gesagt. Ja, TÜVTEN. TÜVTS oder TÜVTEN? TÜVTEN. Das sind die Plural. TÜVTEN, ja. Nicht TÜVTS. Eine TÜVTE, die TÜVTEN. Ich habe TÜVTS mit S hinten verstanden, deswegen war ich jetzt irritiert, ob das schon wieder was anderes ist. Nee, alles gut. Erdäpfel. Im Alemannischen Grubenbeere genannt. Grubenbeere, auch interessant. Mhm. Also Grundbirne. Das gleich auch geil. Erdapfel, gleich Kartoffel. Die Transferleistung muss man aber selber erbringen. Zumindest glaube ich das. Wer es besser weiß aus dem Dialektraum, der darf es gerne sagen. Und in die Kommentare schreiben, selbstverständlich. Oder für die, die ja keine Kartoffeln kennen, Fritten und Pommes. Also wer Kartoffeln nur als Fritten und Pommes kennt, tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Schmerzen. Möchte ich behaupten. Möchte ich einfach nur sagen. Schmerzen. Aber du könntest recht haben, dass es diese Person gibt. Gibt auch Leute, die glauben, Kühe wären lila. Hey, mach meinen Kindheitsraum nicht kaputt. Was? Du solltest es wissen. Ja. Du kommst aus einer ländlichen Gegend. Das ist richtig. Das ist richtig. Ach, nein. Nein. Gedreht unten im Wasser, das gibt's da gar nicht, so eine Scheiße. Nein, man kann leider nicht stückweise was von der Kuh rausschneiden und es dann weiter wachsen lassen. Funktioniert auch nicht. Vor allen Dingen hat da die Kuh was dagegen. Minimal. Ey, also ich und der Fluss, wir sind heute echt keine Freunde. Ich hoffe, der Fluss kommt nicht beim Blutmond auch zu Besuch, weil dann sehe ich schwarz. Der Fluss guckt mal vorbei, meinst du? Nee, du musst nicht, echt, muss nicht sein. Lass mal den Fluss da, wo er ist. Gott sei Dank, ich bin da durch.
Ich meine mal, ist ja sowieso schon interessant, dass der Fluss hier durch die Wüste fließt und drumherum trotzdem kaum grün ist. Genau, Mitchell hat recht. Es gibt keine lilanen Kühe, es gibt nur Milch- und Kakaokühe. Eben. Das heißt ja nicht umsonst Kakaomilch. Aber das ist dann mit den Erdbeerkühen, die Erdbeermilch eben? Die lila Kuh macht Schokolade. Okay. Gut. Interessant. Oh, und Bananenmilch. Eieiei, da geht's weiter. Jetzt sind die Kühe mit dem krummen Buckel. Die geben Bananenmilch. Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen. Hallo? Dieser vor dich hin brabbelnde Unsinn war der Grund, warum ich dich angechattet habe und gesagt habe, ey, wollen wir mal was gemeinsam machen. Ja. Ich parke jetzt unser Zeug unterm Garten, da kann ich mir nämlich merken, wo es ist. Okay. Ich nehme einfach unser den Haupteingang. Den Haupteingang nehme ich einfach mal. Wo ist denn unser Haupteingang? Haben wir sowas? Da, wo die Rampe hochgeht. Ja, okay. Gut. Ja, okay. Das sind übrigens schon wieder Zombies in unserem Privatwald. Ja, die finden das schön. Lass sie doch. Nein. Einfach nein. Wir haben kein Ticket gekauft. So, ich habe zwei Zeitschriften für dich unter anderem. Nice. Von welchem Unsinn spricht der Mann? Keine Ahnung, Mitchell. Wissen ist... Hier mal hier Technik-Freak-Band 1 und Forscher-Head in die Schriftenkiste. Mach mal. Da ist übrigens noch eine Schatzkarte drin. Bitte lösch sie nicht. Eine Schatzkarte, es gibt. Ja. Wir brauchen noch Papier. Ich werde mal die ganzen Karten scrappen. Boah, auch nochmal. Ich würde mir so viel... Eine Rüstung reparieren, die ist schwach angeblich. Naja, können wir gleich machen. Hier. Du meinst, der Charakter sagt, du hast eine schwache Rüstung. Oder wen kaputt? Hey, kaputt, alles nee, ich habe links dieses Symbol, gelb, schwach, irgendwas ist da. Okay. Nicht richtig. Sachen und Dinge, wir haben so viele Batterien, ich werde mal ein paar inschmelzen. Brauchen wir noch einen Grillrost? Ne, brauchen wir nicht mehr, oder? Nö, eigentlich nicht, dass ich wüsste. Können wir einschmelzen. Ja. Exakt. Einfach eine Tonne damit. Also eine Schmelztonne, meine. Mensch, was mache ich denn hier? Was ist denn los mit mir? French gefunden? Crap. Brauchen wir nicht? Nö, wir können eine Knarre craften, wenn das nötig wäre. Ah, verstehe. Hier was? Ich habe hier eine Trader-Kiste, ein Majol habe ich hier. Ein Motor. Motor ist gut. Haben nämlich erstmal einen weggegeben. Das kann ich futtern. Das. Nee, ich habe die Kartoffeldinger doch nicht weggetan, glaube ich. Also wir haben wir haben ja vorhin von Geld geredet, wir haben nicht so viel Geld tatsächlich. Ja. Aber ist auch ja nicht schlimm. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber ja. Ich pack dir mal Baumwolle unten drin. In eine Kiste, da kannst du Saatgut draus machen. Dass wir hier jetzt so ein bisschen. Dass wir das hier so ein bisschen anpflanzen. Das musst du natürlich aber erstmal zur Saatgut machen. Ich denke hier mal von aus, dass du das schon kannst. Ich kann das natürlich nicht. Na, so viel konnte ich, kann ich noch gar nicht. Ich habe diese Farming-Sachen echt selten gefunden. Aber ich guck mal, was geht, ja. Ich glaube, also wenn der Garten ist ja wieder fertig. Okay, ja, klar, sehe ich gerade. Ich glaube tatsächlich, Baumwolle ist das Erste, was du erlernen kannst. Und wir brauchen, und wir brauchen echt eine Farmer-Rüstung für dich. Wir hatten noch Stahl, warte mal, bevor du erntest. Dann können wir da nämlich gleich mal richtig den Reiber machen. Ah, nee, geht ja nicht. Ah, ja, ich vergaß. Rüstteile, wie hießen die? Rüstungspakete, genau. Dann brauchen wir mindestens 6 Stück von. 6 oder 5, bin mir jetzt nicht sicher. Ist mir aber glorial, wir machen sie. Alles für den Fortschritt. Rüstpakete, so.
Stahl brauche ich. Eisen brauche ich. Ich glaube, das brauche ich. Farmer oder Bauer? Farm. Noch nicht ernten? Was? Ich ernte gar nichts. Gut. Sieht so langsam jetzt schon was zu ernten. Ich muss noch das Moped ausräumen, da ist noch mehr Zeug drin. Und ich dir gerade deine Landwirtschaftskluft mache. So. Die lege ich dir in deine Kiste und die wirst du dann immer hin und her wechseln, wenn du erntest, weil du sage und schreibe, also ich konnte noch keine Legendäre machen, aber immer eine 5er, da kriegst du 50% mehr Ertrag. Mhm. Und mit der 6er sind das dann 100% mehr Ertrag. Sehr gut. Das ich denke dran. Das ist ins. Es steht Licht in der Kiste. Mhm. Dass du da gleich immer gut informiert bist. Tom Sherman, Dankeschön fürs Folgen. Ne, dass wir dann da immer so ein bisschen gut to go sind. Mhm. Kann ich vielleicht noch meine Ranger-Handschuhe machen oder mal Prediger-Handschuhe, ja auch nicht schlecht. 50% mehr Damage. Willst du irgendwelche Handschuhe haben, unbedingt? Hast du die da was aus? Für den Kampf? Generell. Es gibt Prediger-Handschuhe. Geil. Ich habe Prediger-Handschuhe, da machst du, also für die 5er könnten wir 50% mehr Schaden an Untot machen. Egal aus welcher Schadensquelle. Mhm. Hätte ich jetzt. Doppelläufige Schrotflinte Level 3. Hab ich. Also kann ich die schrotten oder wollen wir die verkaufen? Die kannst du sehr gerne crappen, es sei denn, du willst sie benutzen. Ja, ich hab gerade einen Brainlag. Ja, wir haben nicht so viel Schrot finden. Ich behalte sie mal erstmal in den Waffenkisten. Schrotmunition habe ich und dreimal Shotgun Weekly. Reset und Rüstteile noch. Dreh dich um, dann hast du die. Ja. Dreimal gleich, nice. Umschrot kann kommen. Also willst du keine Prediger-Handschuhe? Nee. Okay. Ich hab 6 Zeitschriften für dich. Zack. Zack. Ich heb sie sofort auf. Zack. Natürlich hoffen. Schrot finden Drosselmod. Verkaufen oder? Die können wir verkaufen, ich hab eine drin. Gut, dann geht die in die Händlerkiste. So. Yucca-Früchte ist dann was für. Nee, fürs Trinken. Deine Pfeile liegen in der Moonkiste übrigens, dass du die nicht vergisst. Ja. So, Messing. Wo war denn Messing? Messing war. Oh. Ja, ich weiß Bescheid. Oh ja. Messing hier rein. Ich würde mal sagen, ich würde mir schon. Nö. Willst du noch ernten schnell? Was? Schaffst du noch? Wird vielleicht ein bisschen. Ja, gut, ernten schaffe ich noch, aber neu anbauen schaffe ich halt nicht mehr. Ich kann anbauen, hinter dir. Ich laufe hinter dir hinterher. Zieh die Klamotten an. Nee, ich muss da mal überlegen, was wir anbauen und so weiter. Also, und das Saatgut erstmal machen. Ach, wir nehmen das Saatgut, was wir haben. Wir nehmen das Saatgut, was wir haben. Na gut. Hauptsache ist im Boden. Das Outfit anziehen, das Outfit. Hab ich doch. Okay. Hab ich nicht gesehen, den Wechsel, sorry. Doch nur das Busteil, was du mir gemacht hast. Ja, genau. Teamarbeit, ne? Das erfüllt mich.
Ich kann tatsächlich keine Kartoffel und keine Saat machen, kann ich gar nichts. Shit. Ja, ich habe jetzt auch was dabei. Ich setze jetzt auch gleich alles, was wir hier so. Na, ich setze jetzt, mal noch 2 Reihen Mais. Und dann ist ja noch genug, frei. So, alle Klärchen. Alles Klärchen. Das sieht doch gut aus. Marcel, moin moin. Dankeschön für den Folgen. Wunderbar. So. Ich leg dann meine Ausrüstung mal wieder in eine Futterkiste. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und werde mich dann schon mal wappnen. Ich höre hier irgendwem. Atmen. Ah, das Klärchen. Das freut mich zu hören. Ja, wir bereiten gerade unsere Horde-Nacht vor und ich bin der Meinung, wir sind good to go tatsächlich. Besuch. Kümmere mich. Ja, er ist hinter der Mauer, er kommt erstmal um die Mauer rum. Ah ne, hier ist er. Schön in die Nick, Junge. Nachladen. So, den ganzen Scheiß kümmere ich mich beim nächsten Mal. Ja, das ist jetzt nicht wichtig. Ein Ausdruck aus deinem Munde. Was? Ich sag, ein Ausdruck aus deinem Munde. Ich weiß. Das erschüttert mich. Spaß. Die Mod muss. Diese Exkremente kümmere ich mich beim nächsten Mal. Ich habe jetzt keine Zeit hier irgendwie jetzt. Mir Gedanken zu machen, was ich von den Ernten dir schon mal zum Kochen gebe und was ich für Saatgut brauche, das ist mir jetzt gerade alles zu lästig. Nimm alles für Saatgut, meinetwegen, und wir machen erstmal ordentlich Saatgut, dass du schnell anbauen kannst. Also das würde ich jetzt mal so sagen, weil das ist gut. Ja. Warte mal, die AK. Schieß mich tot. Brauche ich da auch schon Stahl für? Nö. Könnte ich eine 4er machen? Schaffe ich das noch? Klar, schaffe ich das. Wer fragt, kriegt Antworten. Nee, kann ich nicht. Wir haben nicht genug Gewehrteile. Ich flip aus. Flip. Hauptsache, wir haben Schockstabteile. Ah, Knallbumm soll ich inpacken, hieß es. Willst du auch Knallbumm haben? Handgranaten? Oder Rohrbomben? Ich bin nicht der Handgranatentyp. Typ, nee. Ah, da mussten wir alle mal durch. Meine erste Handgranate war auch nicht so cool. Deine erste Handgranate, vergisst du nie. Nein, den. Achso, meine Rüstung ist ja schwach. Was war denn da das Problem überhaupt? Den Splint von meiner ersten Handgranate habe ich immer noch im Rucksack. Okay, ist das Thema durch? Erledigt? Ja. Nimm dir genug Bandagen? Hab ich. Essen 95%, das ist okay. Da muss ich jetzt nichts futtern. Trinken. Ja, wird kann niemals schaden. Nee. Bevor wir die Wildbrät-Eintöpfe anfassen, wird die ganze gegrillte Fleisch essen. Ja, ich habe, wie gesagt, ich bin bei 95%. Ich werde hier gar nichts anfassen. Ich mache hier gar nichts mehr. Zombie-Loot-Beutel. Ich mache hier gar nichts mehr. Nach dem Motto. Ich muss noch mal kurz zur AFK. Ich bin gleich wieder da. Ja, mach mal. Mach das mal. Sicher. Ja, jetzt als nachher. Ja, das ist richtig. So, kriegen wir das hier hin. Ja, wir machen das schon. Was soll denn schief gehen? Es kann nichts schief gehen. Wir haben Strom. Wir haben Strom. Ah, Säure brauchen wir. Eieieiei. Mehr Schaden an Blöcke, weniger an Gegner. Warum habe ich diese Mod nie benutzt? Diese Mod ist so insane. Aber das funktioniert ja dann auch für die Stahlaxt, oder? War denn so? Nur weil der Feuerwehrmann Axt steht, muss man sich davon ja nicht einschüchtern lassen. Das müsste trotzdem funktionieren.
So, das haben wir noch nicht. Habe ich meine Kommandohandschuhe? Mache ich denn schon 50% mehr Schaden mit Schusswaffen? Ah ne, Predigerhandschuhe. Das heißt, 50% mehr Schaden aus allen Sachen. Wer fragt, kriegt Antworten. Ist einfach so. Wer fragt, kriegt Antworten. Es gibt keine dummen Fragen, aber niemand hat einen darauf hingewiesen, dass die Antworten echt beschissen sein können. So, wir wollen hier noch ein bisschen bauen. Bin wieder da. Willkommen zurück. So. Hallo und willkommen. Also, ich habe meine Pistole, ich habe Reparaturkits, ich habe Munition. Gegessen und getrunken habe ich, Rüstung ist repariert. Ja, Bandagen habe ich ein paar. Ich will bloß noch eine Stunde Zeit, also. Naja, ich überlege, was ich noch jetzt mit an den Mann nehmen muss, aber eigentlich nichts. Ich mache jetzt hier Fort Knox dicht. Schalte den Strom ein. Sprit ist drauf. Hat der Generator genug Benzin? Ja. Oh, da kommt schon mal hier. Testperson. Testperson, darf passieren. Darf passieren. Ha, 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 ha. Bumm. Am Arsch. Das ist Liebe. Ah, das wird schon. Diese Shorts ist so geil. Hey, hey, das ist meine Super-Rüstung, ja? Das ist so unglaublich. Wie gechillt muss man sein, um in Shorts in eine Blutbombe nachzugehen? Hey, hey, hast du mal meine krassen Knieschoner gesehen? Ja. Die sind beste. Die darf ich mir nicht so lange angucken, sonst kribbelt das. So schlimm, ja? Krass. Mhm. Ja, ja. Nice. Finde ich gut. Mhm. Oh. Die kommen genau richtig. Scheiße. Die kommen genau richtig. Wo sind die? Kommt jetzt hoch. Oh, und Spawn ist auch am Start. Das läuft ja fantastisch. Ja, ne? Ich hab noch eine hier irgendwo. Ja, ja. Ich sehe sie. Tot. Oh, das war ein Schnüffler. Ja. War nett, dich gekannt zu haben. Na, ne? Ich finde mich auch ganz süß. Unter, was? Noch eine? Nee, das ist. Aber wieder so ein Nachthemd. Sicher? Ist nur eine normale. Oh, gab der Mimisch aus. Ich hab schon Paranoia. Ich verstehe das mit dieser Schreier-Paranoia wirklich. Oh, die ist voll gebackt gerade. Das war aber kaltblütig, wa? Die konnte nicht mal mehr aufstehen. Erst kriegt sie einen Pfeil in den Nacken und dann schießt sie so eiskalt. Also das war. Glaubst du, die hätte mich aufstehen lassen? Nein. Es geht los. Scheiße, ist schon zu weit, weil wir sind vorbei. Noch 6 Stunden und wieder eine Minute Kacke. Da hinten läuft ein normaler Zombie noch rum. Der ist mir total sympathisch gerade. Da kommt ein Knallbummann. Gleich im Early. Als erster, das ja. Läuft ja richtig fantastisch. Die wollen alle durch meine Wand hier. Ihr müsst rumlaufen. Echt? Ja. Du hast das Schild vergessen. Achso, rumlaufen? Genau. Knallbummann ist tot. Erster Lootbeutel. Ja, ja. War ja selber. Und dann ein roter. Ja, ich glaube, die laufen alle rum. Oh, nächster Knallbummann. Oh, 2 Lootbeutel. Ich geh mal an die Lootbeutel. Ich hoffe, ich überlebe das. Ich hoffe es allerdings auch. Wo war denn hier? Knallbummann will sich pushen lassen.
Hä? Komm da nicht ran. Vorsicht. Oh, lol. Erster Tod. Ich konnte den Lootbeutel in den Spikes nicht anfassen. Das ging nicht. Er war... Zu krass. Er war nicht kraftbar. Naja. Ich hab's probiert. Jetzt wisst ihr, warum ich das nicht mache. Ja, in den Spikes ist auch scheiße, wenn sich die, wenn sich das alles überlappt. Das ist echt Mist. Ja, das hat sich überlappt. Ich hatte den Spike irgendwie und dann, naja. Okay. Ich guck mal, mein Rucksack komme. Kommt's auf den Tod mir ja auch nicht mehr an. So. Was macht die? Ihr sollt rumlaufen. Okay, einen hab ich. Oh, Knallbombern. Spikes sind schon fast im Eimer, ne? Krass. Boah, daneben. Ach, so weit ist doch alles. Ist doch alles gut eigentlich. So, Knallbummern. Tot. Wo ist der rote Beutel? Deck mich! Wo bist du? Schon Hallo. Wieder oben. Deck mich! Klingt komisch, aber ich meine genauso wie ich sage. Ich musste mal hier abräumen ein bisschen. Den Zaun. Ah, die boxen sich hier so ein bisschen durch. Hier fehlen übrigens Leitern dran, ne? Konstruktionsfehler von mir. Kling, kling. Oh, Knallbummern. Alles gut, ich bin der Verrückte hier unten. Nicht schießen. Schieß nur oben. Nice. Augenblick. Ich hab so viel Respekt vor den Demolishern, ne? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Glaube ich. Zu Recht. Level up. Abgeräumt. Mach ruhig Level up, ist kein Problem jetzt, ohne Scheiß. Ja, ja. Der Strom hält auf. Jetzt sollte jetzt nicht sarkastisch klingen, meine ich, wollte ich damit sagen. Und was sagst du zu Elektrik? Geil, oder? Ja. Mehr hatte ich übrigens, also oben rum, in meiner 10. Horde-Nacht auch nicht. Mit 64 Zombies pro Nase. Also, das Elektro ist wirklich wichtig. Du brauchst nur hier noch Munition, dann überlebst du hier alles. Außer ein Hungertod natürlich. Und den Tod durch Gravitation. Ja, auch den. Naja, du, es sei denn, du hast das eine Buch und immer 5000 Chance bei dir. Oh, Geier. Geier. Nice, danke.
Lob und Anerkennung für diese Warnung. Oh, Kotzbolle. Hat einen sitzen. Noch einen sitzen. Springer. Ich sehe ihn aber nicht mehr. Kann also nicht wirken. Dicke Mutti. Headshot. Pass auf, dass der Springer dir da nicht auf den Sack geht. Ja, ich hab ihn. Nice. Hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Scheiße, Kotzbolle. Boom. Wo? Tot. Wo ist der Kotzbolle? Tot, 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 tot. Gar keinen. Er ist tot, alles gut. Ich wollte bloß ein bisschen Panik machen. Kennst mich doch. Ist dir gelungen. Ich weiß. Und das ganz ohne Demolisher. Ringer? Gut, boah, sind denn die Dinger hier noch? Ich prüfe. Na, noch hängt nicht durch. Also alles gut. Der vorderste 187 und der andere. Ran. Und der andere noch vorderste ist bei 77. Also ich müsste mal. Ich könnte reparieren, müsste aber nicht. Oh, das ist ein blauer Loot-Sack, ne? Ich könnte schon wieder. Kotzbrille. Mhm. Hinten vom Camp und noch, ja, und noch einer, ja, beim Hot Tub. Haben wir die hoch? Ach so, so. So, ich lade jetzt nochmal nach. Bist du. Und den Jäger mal nach unten. Und los. Pass mich nicht an, Kevin. Also nicht jetzt, meine ich. Wir looten. Geier. Ein Lootsack noch. Okay. Geier. Wieder auf dem Weg nach oben. Au. Wo ist der Geier? Ich treffe nicht. Ich auch nicht. Jetzt. Irgendwer hat ihn getroffen. Oh. AK kaputt. Muss nachladen. Also reparieren. Blauer Lootsack. Du rennst an denen vorbei. Die wundert sich. Was macht der Irre da? Wer sind sie? Da sind selbst die Zombies ganz erschrocken. Gelber Lootsack auf dem Schwebebalken. Jo, gesehen. Hab. Ich lese mal ein paar Bücher, wa? Hast du zu viel zu tun oder was? Oder zu wenig? Zu wenig. Hier würde, glaube ich, ohne Sniper Rifle stehen. Wer sind sie und was wollen sie hier? Ja, nach dem Motto, ja. Kotzbulle ist spawned. Oh, genau, Katze. Ja, ich hatte genau die Gitter vor meiner Nase. Glück gehabt. Sah zumindest so aus.
Da ist Kevin aber geflogen gerade. Das mag Kevin nicht. Das auch nicht. Nee. Wo ist denn der Bull? Ist er schon down? Ja, ich hab die schon beide weggesnipert. Ruhig hier. Richtung Nordwesten sollen auch gelbe sein. Oh. Oh, wir haben hier ein Problem. Wir haben hier Buddler. Buddel-Zombies. Ich weiß gar nicht, was das ist. Naja, das sind einfach nur Zombies, die sich irgendwo durchbuddeln. Und die sind schon... Wow. Das müssen wir uns nachher angucken. Gute Frau, bitte gehen Sie. Ich lade nochmal nach. Ach ja, ich hab hier was für euch. Oh, verdammt. Stift ziehen. Und tschüss. Ha, ihr Penner. Oh, Demolisher. Ich nehme unter Feuer. Level up. Ja, Mitchell hat recht. Dann feuert Butch die Schrotgun aus seinen beiden Läufen ab. So meine ich. Der gute alte Butch. Ins Loch mit der Granate. Gute Idee. Oh, noch einer. Ins Buddlerloch. Demolisher. Granate. Ich hol sie alle raus aus dem Loch. Jawohl. Die Leiche. Okay, vergiss es. Welche Leiche? Die Leiche von dem Demolisher hat rot geblinkt. Ich war nicht sicher, was das bedeutet. Dann steht er vor der Detonation. Ich hoffe, er war tot. Aber die Leiche ist gespawnt, bevor das explodiert ist. Dann hatten wir gerade richtig Glück. Dann hast du schnell genug geschossen. Ja, der war ja schon tot. Ich konnte da gar nichts mehr machen. Hier noch einer. Ja, ist runtergefallen. Immer auf den Kopf. Ja, ja. Bei dem Demolisher ja. Gerne länger zielen. Wunderbar. Warte, ich räum mal den Catwalk ab. Oh, ich stehe unter Strom. Was machst du da unten? Mir einen Bruch holen. Einerseits. Und ich wollte eigentlich gerade... abräumen, aber ging nicht, weil ich unter Strom stand. Oh, Nachlass. Schön. Teamarbeit. Teamarbeit. Boom. Da fallen die Muddis um, Junge. Und zack. Zack. Irgendwann mal ein Kotzbullen. Jo, ich gehe auf einer erhöhten Position. Was ist denn hier los hier? Jo, lass kommen. Nice, schön. Ist fast so nice wie Blumenpflücken hier, ey. Oh, Demolisher, direkt vor meiner Nase. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Deutlich mehr los als beim letzten Mal. Ja. Da fast gar keine Bullen. Nee. Oh, Demolisher? Gar kein Demolisher, da ist schon wieder einer. Ja. Ich glaube, der ist tot, wa? Ja. Ja. Muss mal alles nachladen. Okay, bin wieder ready. Ich hab noch sogar noch 50 Schuss. Ja, alt im Lot.
Also ich finde, so wie wir das hier machen, ist das super. Strom und Schwebebalken, ja Mitchell, ist einfach, ist der Key. Wir haben nur zwei oder drei Geier. Auch nicht zu wenig eigentlich. Ich habe mit mehr gerechnet. Ja. Reste schießen. Jetzt macht Papi die Schrot nochmal voll und geht mal unten Cookie Cookie machen. Aui! Nicht so aggressiv anfassen, bitte. Aber du siehst ja nicht beim Schießen, weil du hast hier Band da vor der Nase. Ich tu's jetzt, Kevin, für dich. Ich springe in die Luft. Ah. Mach nicht die Beutel kaputt. Die gehen nicht kaputt. Leider. Okay. Leider gehen sie nicht kaputt. Also in einem anderen Kontext leider. Das Plunder. So. Ich brauche ja, erstmal einen Jips. Weiterhin nur zwei Blutmonde überlebt bisher. Scheiße. Ja, ich dachte, das kriege ich irgendwie hin, aber... Oh, Rüstung ist Max. Oh, hier. Wir haben ja ein Riesenloch hier unter der Mauer. Ja, sag ich ja. Die ein haben sich... Riesenloch. Wir müssen mal gucken. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Wie soll ich das denn sehen von meiner Warte aus? Ich frage mich, wie die sich da durchgebuddelt haben. Die müssen ja hier irgendwo angefangen haben. Ja. Lol. Weißt wo du von, sind die denn? Weißt du, wo die herkommen? Die kommen aus der Eisenmine. Hinter den Bergen. Real Talk. Okay. Die sind durch, also durch meine Mine haben die sich durchgebuddelt. Also müssen wir das mit Beton ausgießen oder so. Mhm. Weil das kann natürlich gefährlich werden. Kümmere ich mich dann drum. Keine Sorge. Jetzt muss ich erstmal meinen Bruch versorgen, also meine Verstauchung. Und ich renne immer noch mit der Handgranate in der Hand rum. Das kann auch für den einen oder anderen sehr verstörend aussehen. Nö, also für mich nicht. Ich kenne dich ja nicht anders. Ah, okay, nice. Ich finde das gut, wenn ich mich nicht verstellen muss. Tischknaller, boom. So, Chat, ihr hattet euren Tod. Könnt ihr nicht beschweren? Stimmt. Wann war denn der? Der war noch Tag 7, oder? Der war noch davor, ja. Nee, oder war das schon 24? Schwierig jetzt. Also auf die Uhrzeit habe ich da jetzt auch nicht geachtet in dem Augenblick. Nein, das ist schon richtig. Ich glaube, ich muss einmal... Im Chat wird ja immer gesagt, hier, hey, an welchem Tag stirbt jemand? Und meine Rede ist ja immer, du stirbst an Tag 8, nicht an Tag 7. Ja. Und da habe ich wahrscheinlich dann mal angetäuscht und das mal anders gemacht. Antäuschen ist wichtig, weil man muss ja testen. Man muss auch mal was anders machen. So, ich habe, Savan Farming 2 Stück, das ist sehr gut. Ich hab's einmal, tatsächlich für dich. Heidelbeere kann ich jetzt. Und ich hab 4 Armored Up, hab ich. Wo bist du? Armored Up können wir verkaufen, ich hab 100. 100 da von 100. Da würde ich auch noch lernen, oder? Nee, verkaufen? Die verkaufen wir. Echt? Ich darf das nicht lernen? Nein. Naja, du kannst es meinetwegen lernen, aber wir können es ja auch verkaufen, weil wir sowieso hier halt brauchen, meine ich. Mir ist egal. Na klar, also mach, wie du denkst. So 1 kostet 20, also reich wäre mir davon eh nicht. Ich lerne das jetzt auch. Mach mal. Hallo? Das Kleenvieh. Habe ich auch geplündert. Du bist doch das Kleenvieh. Das macht das macht ja, das denn. Ja, nee, das ist... Dann verkaufen wir lieber irgendwas anderes. So, durch das Sterben habe ich wieder natürlich Hunger wie ein Wolf. Was haben wir denn hier? So, jetzt ist die Frage, erstmal rappen oder erstmal sofort wieder auf leveln und looten? Reparieren, weil die Nacht, wobei die Nacht war ja kurz vorher da, die kommt jetzt vielleicht doch nicht so schnell wieder. Nee, die kommen nicht wieder, also nicht so schnell zumindest. Mhm. Also meinetwegen können wir erstmal... Könnten noch was looten. Ja, finde ich auch. Oh, ich habe noch 9mm im Rucksack. Alles klar, Mitchell, dann hören wir uns. Dann dahin fahren und dann vorher nochmal abmoderieren und dann nochmal eine frische Episode machen, oder? Ja, na klar, na klar. Da bin ich völlig dabei.
Bin gerade eh nur am Sortieren. Ich werde natürlich wieder Waffen mitnehmen, ganz klar. So. Mitchell, mach's gut. Achso, die 13k Kohle, richtig, wird in meinem Chat nochmal erinnert. Kriegen wir die zusammen? Aber nein, wir haben bloß 4000 noch was. Ich meine, wir haben noch ein bisschen was zum Verkaufen da, aber das werden wir jetzt auch nicht in den zwei Quests schaffen. Also wir werden die halt mitnehmen, so oder so. Einer wird es mitnehmen. Oh, in seinem Auto. Naja, Auto ist zu viel gesagt. Ja, ja, du weißt immer noch nicht. Na, das hat schon ordentlich Slots. Na. Also Minibike war für mich immer so eine, endlich mal so ein Part, wo man aufatmen konnte. Muss ich sagen. Was habe ich hier noch? Messing, dann haben wir hier noch Fortbytes, haben wir auch noch zum Verkaufen. Nehme ich mit. Aber eigentlich Stahl. Stahl haben wir im Dings, im irgendwo drin. Im? Sachen und Dinge? Sachen und Dinge, genau. Weil da ist keiner mehr da, jetzt ist aber welcher wieder da. Bisschen Mumpeln fürs Gewehr habe ich auch noch. So, ich habe die Sachen im Inventar zum Traden. Da brauchen wir dann auch noch die Vollstreckerbrille oder noch irgendwas anderes. Da kriegen wir dann beim Handel mehr Geld raus. So, also ich bin soweit. Ja, warte. Warte mal, leveln. Level ist durch. Besser verhandeln. Hast du Getränke für uns angesetzt, dass wir genug zu trinken haben? Ist ja noch da. Nichts mehr am Mann. Hier nochmal kurz die Sammler abfarmen. Ich bin schon mal beim Bike. Ja, bin gleich bei dir. Oh, wir haben unsere Bikes noch nicht ausgeladen, sehe ich gerade. Also ich meins auf jeden Fall nicht. Ich habe meins ausgeladen, deswegen war ich ja vorhin so langsam. Du musst ja zweimal hin und her laufen, gefühlt. Ich habe meins jetzt tatsächlich vorher nicht gemacht, aber ist nicht wild. Das nehme ich mit. Machetenteile. Nehme ich jetzt nicht mit, wir werden was finden, denke ich. So, mal ein paar sich Mumpeln habe ich. Boah, eigentlich. Na, ich nehme mal den Honig mit. Ja, mach mal. Sicherheitshalber mit sich. Nimm mal den Kopf. Infiziert. Ja. Ich meine, das passiert ja nun mal sehr schnell. Naja, wem sagst du das? Oh, mach mal den Generator aus. Okay, nee, mach ich. Ich kann den auch ausmachen. Nee, ich bin ja gerade oben. Achso, gut. Nicht, dass wir dann dort auch mal durchrennen. Ich meine, das passiert mir ja nur hier und gerne mal, dass ich da durchrenne. Achso, Benzin. Nimmst du Benzin mit? Habe ich in der Kiste. Also im Fahrzeug. Okay, weil ich habe nämlich nichts dabei. Sachen und Dinge. Trübet Wasser, Saat. Nahrung. Wo ist das? Saatgut. Ey, wollen wir bitte diese Scheißbrücke jetzt bauen? Ja, ich nehme Blöcke mit. Was brauchen wir noch? Nur Blöcke? Hm? Okay. Habe ich nämlich packen. Ich fahr schon mal hin und also da, wo wir immer rüberfahren, wo die kleine Insel ist, ja? Ja. Okay, dann fahr ich schon mal hin. Sehr gern. Ich war doch hier an der Moon dran, ne? Nee. Okay. Jo, ich hab 200 Blöcke bei, das soll der reichen, wa? Das zweifach kann ich auf Arm. Ich hab auf Armbrust den. Ja. Ah, ich bin zu früh aufgestanden, jetzt Zombies sind die tot. Simon, wir bauen keine Hängebrücke. Ja, ist ja nicht Bridget. Mal kein Brückenbausimulator spielen. Ach, wohl. Brückenbausimulator. Ohne Scheiß. Mega geil. Feiereck. Ist ein sehr, du sehr. Du spielst solche Spiele, ja, das stimmt. Ja. Ja, wirklich. Ja, ich weiß. Ist auch okay. Das ist übel entspannt. Das finde ich. 7 Days to Die finde ich auch entspannt, wenn man in Stealth-Modus unterwegs ist und dann die Zombies einfach nicht sehen. Naja, du, das ist mit Fülle Munition und MG auch entspannt, weil du bloß dastehen musst und schießen. Aber laut, es ist laut. Laut muss sein. So, laut heißt Leben. Wie fahren wir denn normalerweise? Ich habe hier immer noch ein bisschen ein Problem, wenn ich jetzt hier lang fahre. Hier irgendwie hoch. Hoppala. Laut heißt Leben. Also, er wird ja hier irgendwie eine Brücke bauen, da werde ich immer noch irgendwie so eine Rampe. Das wäre ja nicht so blöde.
immer dann nicht hochkommen. Ja, ja, ja. Du suchst eine Position und ich baue. Oder wir bauen. Ich bin da bei den Inseln. Ich baue jetzt hier nochmal gerade mal eine Rampe in diesen Sand, dass wir da ein bisschen leichter hochkommen. Das ist gut. So. Ich kam auf der Armbrust ein Vierfachvisier drauf. Das macht sich doch ein bisschen besser als der Zwofach. Der Zwofach fühlt sich so an, als hättest du gar keinen Zoom eigentlich. So mein Empfinden. Wenn ich anvisiere, hast du ja schon Zoom. Und das fühlt sich mehr an, als würde man das Zweifachvisier aufmachen. So, da bin ich. Mhm. Und die Insel nehmen wir mit drin. In den Bauvorhaben, oder was? Ja, ich würde sagen, erstmal also auf die Insel und dann da weiter. Also zwei Brücken oder eine, je nachdem, wie du das besser findest. Mir ist das relativ egal. Man muss jetzt mal kicken, wie wir hier Blöcke platzieren können. Wir müssen Wir werden sowieso eine Rampe brauchen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, dass wir da, also die wir hochfahren müssen, meine ich auf Deutsch, um mal einen Satz draus zu machen. Ich weiß nicht mal, glaube ich, das reicht die 1, wenn sie 1 breit ist. Kann man da gut hochfahren? Ich habe keine Ahnung, bin nur die Rampe hochgefahren. So, machen wir das. Okay, das kann er ja gar nicht. Ey, das können wir vergessen, das wollen wir so nicht haben. Also das... Ist doch noch kaputt gegangen jetzt hier. Na dann... Ich bin ein bisschen weit weg. Mhm. Los, komm, push dich hoch. Nice. Hab mich um einen Block versetzt. Klassiker Ecke halt. So, unter Wasser bauen, ne? Das ist natürlich auch so eine. So eine Wissenschaft für sich. Da ist jetzt schon rot. Weil ich kann mich nicht hochpushen oder sowas, weißt du? So ein bisschen tricksen vielleicht. Ich stehe zwar drauf, aber kann trotzdem... Ja, rot heißt, das fällt dann weg, klar. Anders. Anders, anders, anders. Also wir haben ja schon angefangen mit dieser Geschichte. Jetzt sieht er schon mal in Süd aus. So. Zack. Das ist irgendwie flacher. Ich muss mal zweifeln, dass es flacher ist. So. Ah, mal testen. Ja, testen ist immer gut. 1, 2, 3. Gut, der Anfang ist jetzt natürlich völlig verkrumpelt. Zu steil, das ist viel zu steil. Brückenbausimulator. Ich glaube, ich kriege keine Rampe hin. Zu Stein, Scheiße. Drei, nur hoch mit dir. Hier, 5, 6, 7. Jetzt wieder nach unten.
Der tut immer so, als würde er gleich ersticken hier, der Kollege. Okay, um eins verschätzt. Aber halb so wild. Zack, zack, zack. So. So, dann können wir hier anfangen mit Rampe. Das passt alles. Na, kicket die an. Meine Herren, ist das hier nicht schon wieder geil? Warte, ich hier baue, ne? Ihr könnt schon wieder. Ne? Oder was? Gibt's schon oder noch nicht? Eine Sache haben wir schon überwunden. Also ein Fluss. Und ja, hat kribbelt. Ohne Ende. Habe ich noch genug Holz dabei. Blöcke. Baublöcke. Mehr. Na, sagen wir mal noch 200. Das sollte dann reichen. So, gibt es denn eigentlich auch so eine flachere Rampe? Ich glaube, die gibt es doch auch, oder? Ja. Das gibt diese 30 Grad Rampe. Sind bei den ist bei den Basic Blöcken dabei. 60 Grad, meine ich. Wieder, genau. So, Nummer 1. Und dann müssen wir hier rüber. Haben wir natürlich einen wunderbaren Höhenunterschied. Wir können natürlich so krass sein und die gleich hoch, so hoch bauen, dass wir die, dass wir da den Canyon überwinden. Die, ja. Dass wir den Canyon gleich überwinden, das wäre natürlich smart. Kann ich den nicht hier dran setzen? Hä? Geht das gar nicht? Ah, das geht gar nicht. Stunde und so. Ja, ich weiß. Ist mir klar. Also ich glaube, das wird ja auch noch ein bisschen dauern. Ja. Moin, moin. Willkommen. Hier in diesem Bauparadies. Da wollen wir hoch. Wie spät ist das eigentlich? 21, okay. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ist das jetzt doof hier? Scheiße. Ja? Also ich habe eine Idee und ich denke, die ist gut. Aber wenn ich denke, die ist gut, heißt das nicht, dass sie gut ist. Eins, zwei. Das ist mir klar. Aber ich baue einfach mal auf Verdacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aber das ist eh noch zu früh. Hier war sieben. Hier ist sieben. Naja. Atme Luft, komm. Jetzt. Lauf ich nie hoch. Keine Chance. Ehrlich. Ich brauche Schwimmarme, ich gehe immer unter beim Bauen. Ach, mein Ausdauer ist alle, kein Wunder, dass ich absaufe. So. Und jetzt hier lang. Und ab hier müssen wir, glaube ich, in der Höhe. Hier sind wir ja an Land, da geht es. So. Mal da rauf? Muss alles funktionieren irgendwie. So, und ab hier können wir dann anfangen zu arbeiten. Naja, schön ist das nicht. Und hier bleibt man dann hängen, okay. Achso. Bleibt man total hängen? Hast du da so eine Stelle, da denkst du, ey, komm. Komm einfach in die Hosentasche, Bike. Es nutzt ja sonst nichts.
Also, da kann man das noch hin tun. Ist jetzt viel gebracht hatte, bin ich mir echt nicht sicher. Ich vermute nein. Vermuten ist okay. Ja. Sagen wir mal, nein. Mr. Rambo-Experte, was sagen Sie dazu? Ja, das ist... Schwierig. Schwierig, genau. Ja, 45 Grad, die normale Steigung ist halt zu hoch. Ja, du brauchst wirklich diese 60. Ja, aber du kannst halt 60 Grad Dinger nicht zusammensetzen, also aneinandersetzen, um eine gerade Linie zu kriegen, was ja logisch ist. Da müsste ich irgendwelche Halbblöcke setzen irgendwie. Du kriegst die nicht zusammen, diese Bänder? Na klar, das gibt zwei Schrägen. Das gibt einmal die obere Schräge und die untere Schräge. Du musst sie quasi dann hintereinander platzieren. Gibt die obere Schräge und die untere genau. Schräge. Genau. Pass auf, du gehst jetzt zu den Basics. Okay. Bei den Basics. Ja. Ganz oben. Ja. Ja, jetzt, genau. Jetzt habe ich dich verstanden. Genau, du ja, hast die ja, Schräge ja. 60 ganz rechts genau oben. Genau das Ding habe ich nämlich gerade gesucht und nicht gefunden. Okay. Oh, warte, jetzt habe ich. Jetzt habe ich meinen. So. Das war so hoch, dass es schon wehtut. Guck mal, das hier. Mal ein bisschen bauen so. Super. Ist genau meint. Und die geht. Ich bastel ja gerade nur eine Bahn. Das heißt, das muss ich noch 5 Mal machen. Nice. So, ich glaube, es ist soweit, nicht mehr runterzuspringen. Oh, das war falsch. Den Titty Ball sieht da aus wie. So. So. Und runter. Ich hoffe, ich komme damit so hin, wie ich mir das denke. So, so, zack. Also ich würde nicht annehmen, aber ich bin mit meinem Bauprojekt tatsächlich zufrieden. Ausnahmsweise mal. Das haut ja nicht immer alles hin, wie ich mir jetzt gerade zum Beispiel diesen Bruch zugezogen habe. Hast du eine Schiene bei, nee, wa? Nee, aber warte mal. Wie heißt denn das? Schiene. Was brauche ich dafür? Klebeband. Naja, Klassiker. Ich nicht dabei. Am besten bei einem Block breit lassen und rüberfahren. Das wird schwierig. Ich glaube, das wird nicht. Ich meine, ja, man muss ja bloß geradeaus gucken. Das ist ja das also mehr oder weniger einfacher beim 7-Days-Fahrzeug fahren. Also, das könnte eigentlich klappen, aber wir wollen es nicht herausfordern, glaube ich. Weiß, ich glaube, keine Werkzeuge bei Keck. Nächste Werkzeuge dabei. Diesmal Wicket verkackt. Was soll denn das heißen? Dass es nicht du verkackt hast. Mhm. Logo eigentlich. So. Und hier kommt wieder der Kumpel.
So, so. Junge, aber bauen schon immer so kompliziert. Ja. Glaube ich, oh. Ich meine, eine Bahn funktioniert ja, aber wir brauchen ja definitiv, also wir beide brauchen definitiv mehr. Du brauchst mehr. Doch, ich brauche auch mehr. Manchmal muss man auch mit, ne? Manchmal muss man auch springen, wenn es im Knöchel wehtut. Ist einfach so. So, gleich sind wir hier oben. Naja, was halt so oben wäre, theoretisch. Na, du platzier schon, was ist mit dir? Zack. Schön hier Plumps machen, das kann natürlich auch Spaß machen. So, so. Und ich habe noch gesagt, über das Wasser bauen ist schwer, ist kacke. Über Land wird ja, über Land wird es jetzt einfacher. Na, ich weiß ja nicht. Nach oben bauen ist chilliger, ja, das stimmt allerdings. Das habe ich nicht ganz bedacht. Jetzt sollte schnell gehen. Klassiker. Immer nur schnell, schnell. Und dann wundern, dass alles kacke ist. Schnell Fusch. Ich habe mal eine Noob-Frage zur Steuerung. Kürre. Und zwar, wenn du jetzt dein Werkzeug wechselst, indem du durch deine Hot... deine Werkzeugleiste unten scrollst. Ja. Wenn du jeweils, wenn du auf das zuletzt verwendete Werkzeug zurückwechseln möchtest, ablehnen natürlich, sowas ablehnen. Ich weiß die nicht. Ja. Ich habe die mal gesucht, ich habe die nicht gefunden. Okay. Ich wüsste die auch nicht. Weil du hast ja, wenn du jetzt was benutzt und dann. Hast du dieses Wechselsymbol, anderes, ne? Was anderes, man sagt ja dieses Rädchen da, dieses Grad-Symbol. Ja, dieses Schnellwahl-Symbol eigentlich, ne? Aber keine Ahnung. Du kannst da auf irgendwie kannst du was drücken, dass du dann auf, wenn du immer zwei Sachen im Wechsel benutzt. Ich weiß das nicht, vielleicht weiß das ja einer im Chat, ich bin ratlos. Ich habe das hier in dem Menü gesucht, mal irgendwann, privat. Ich bin daraus nicht schlau geworden, was das sein soll. Nee, Twilight ist ja richtig, aber hast du ja schon gesehen, das war wieder so ein Bot, ne? So, erkennst du ja, wenn da irgendein Scheiß steht, kannst du den gleich rauskanten. Alles super. Ne, wie gesagt, weiß ich wirklich nicht, also. So, so. Wenn das einer weiß, dann gerne mal uns erhellen. So. Oh. Ich brauche doch mehr Blöcke. Au, Blöcke. Wie viele können wir noch? Also 100. Bauen, bauen, bauen. Check, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Zack, zack. Dankeschön jetzt. Vielen Dank. Ihr gebt mir allerbeste Mühe. Mhm. Wir haben uns alle allerbeste Mühe, irgendwie was hinzuzaubern, was den Leuten hier fällt. Junge, kick dir da an, was ich hier gebaut habe, ne? Ich könnte mich selbst knutschen, ey. Meine Herren. Aber ich brauche ein bisschen Holz, glaube ich. Keine Axt. Wie sieht deine Rampe aus?
löppt? Die ist fertig. Nice. Dann sind wir zeitlich. Ich mach die nur in Holz, damit man die nicht so kaputt, schnell kaputt fährt. Ja, das war auch gerade meine Idee. Also den Hauptgang mache ich quasi aus Holz. Weil ich nicht mehr habe. Ich bin jetzt holzarm. Ich habe tatsächlich nur Bewaffnung bei, ne? Kisten aufmachen und sowas. Irgendwas stimmt da nicht? Hey, lieber, stimmt da nicht. Ist fertig. Ich setze noch eine Wegmarkierung, damit ich auch wieder finde. Ich glaube, das sieht man auf der Map, die Rappe. Ja, aber im... Doch, die siehst du. Die siehst du, dicke. Ja, sehr. Ich setze mir trotzdem eine. Ja, mach mal. Ich werde sie jetzt mal benutzen. Nice. Ja, ja, genau so, ist doch geil. Genau so wollen wir das. Mega. War noch nie so glücklich. Wie ist es bei dir hier aus, mit deiner Brücke? Naja, so breit musst du die auch nicht sein, also zwei Blöcke reichen. Hey, hey, hey. Wenn hier der Panzerzug lang fährt in Zukunft, dann brauchen wir eine breite Brücke. Aha. Sehr gut, brauchst du noch einiges an Holz, um das jetzt mit einmal zu befestigen, ne? Ja, sehr schön, endlich mal nicht mal diese Scheiße. Ich hätte natürlich eine Verlängerung deiner Brücke bauen können, aber na gut. Ja, wir hätten uns so abstimmen können, ist egal. Irgendwas ist ja immer. So, ich werde jetzt hier die Episode beenden, ich habe das Exercise drin gelassen, weil ich damit nicht anfangen wollte. Ne, ist richtig. Machen wir kurz Episodenschnitt und dann ja. Machen wir noch eine Episode Rambazamba und dann ist Schluss für heute, ne? Deal, alles prima. Klar, auf jetzt. Gleich. Wunderbar, mit den Worten beenden wir die Folge. Ich finde, wir haben hier nochmal so richtig nice gebaut. Finde ich gut. Richtig geile Sache. Rampe, warte mal, die Rampe sieht man ja nicht. Ach, wegen dieser Chunk-Geschichte, wa? Ja. Vom Weiten sehen wir die leider nicht, aber da ist eine wunderbare Rampe drin, wo wir immer richtig schön hoch und runter donnern können. Super geil. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Questen, dann sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch für Zuschauen, Like und Abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Genau. Und sehen wir uns halt in der nächsten Folge. Renni hauen und tschü tschü.